ihr seid auch schon da. Na, das ist ja schön. Also herzlich willkommen bei diesem Vlog. Nun soll es endlich um die Beleuchtung draußen gehen. Wir zwar jetzt noch nicht brauchen, weil noch ist hell, aber so ab 16 Uhr ohne Beleuchtung draußen ist nicht mehr zu machen. Da können wir draußen halt einfach nicht mehr arbeiten. Okay, ich will mir einfach nur ein Panel vorbereiten mit diesen LED-Panelen drin. Jetzt bin ich gerade dabei zu gucken, wie viel hier reinpassen in dieses Brettchen, was ich hier liegen habe. So, jetzt haben wir hier alles vorbereitet. 7 Stück passen rein. 10 Stück habe ich mal gekauft, das heißt 3 habe ich über. Mal sehen, was ich damit mache. Vielleicht mache ich damit noch mal was extra. Schauen wir mal. Jedenfalls hier passen 7 Stück rein. Ich werde das Ganze jetzt natürlich noch richtig positionieren. Das ist ja nur so provisorisch hingelegt, um zu sehen, wie viel drauf passen. Dann wird das alles schön ausgerichtet. Und dann werde ich alles ganz klassisch mit der Stichsäge aussägen. Apropos Stichsäge, im neuen Jahr habe ich was vor. Vielleicht interessiert euch das. Und zwar werden wir ein Projekt machen, was wir ausschließlich mit der Stichsäge machen werden. Und zwar... Soll ich es euch verraten oder nicht? Nein, ich behalte es lieber erstmal für mich. Aber es wird, glaube ich, ein ganz cooles Projekt für alle, die selbst vielleicht nicht viel mehr zur Verfügung haben als eine Stichsäge, werden wir sehen, was mit einer Stichsäge alles möglich ist. Und welche Hilfsmittel man sich auch mit dieser Stichsäge herstellen kann. Also, das wird eine ganz coole Geschichte. Das wird allerdings kein Vlog, das wird ein richtiges Projektvideo. So, mein Brettchen ist ziemlich genau 2 Meter, was heißt ziemlich genau, es ist 2 Meter lang und jetzt werde ich mir als erstes die Mitte markieren. Die haben wir hier. Nee, ist ja Schwachsinn, hier ist die Mitte. So. Das Ganze werden wir jetzt natürlich einmal durchziehen. So. Und hier in der Mitte wird jetzt natürlich auch das mittlere LED-Panel landen. Jetzt muss ich nur noch die Paneele ausmessen. Na? Ist schon leicht verzogen, das gute Stück. Vielleicht mache ich da hinterher noch irgendwelche Leisten hinter, das ist nicht ganz so stark. Weil es wird ja schlimmer, nicht besser. Schauen wir mal, sehen wir dann. Ja, man könnte sich diese ganzen Maße natürlich auch ganz einfach errechnen. Ich gehe bei solchen Sachen immer nach diesem Prinzip vor. Gerade in diesem Fall, wo ich ja eine ungerade Zahl an Einbaustrahlern habe, ist es relativ einfach. Ich brauche mir immer nur die Mitten von den Zwischenräumen markieren und habe dann automatisch da den Punkt, wo das Teil hinkommt. Ja? Ist mir persönlich lieber, als es zu errechnen, weil ihr wisst ja, was passiert, wenn ich anfange zu rechnen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so lange auf Arbeit geschafft habe. Jedenfalls, ihr wisst ja, was passiert und deshalb mache ich es lieber auf diese Art und Weise. So, jetzt habe ich hier noch 3 Strahler und ich muss noch 4 Stück einbauen. Habe jetzt da 1, 2, 3, 4 Räume noch. Und davon brauche ich mir jeweils wieder nur die Mitte auszeichnen. Und schon habe ich die Plätze, wo genau die Teile hinkommen. Wenn man natürlich nachher zwischen den Einbaustrahlern größere Abstände haben möchte, das würde es ja theoretisch links und rechts noch hergeben, dann muss man das natürlich mit einrechnen, ja, also das nicht vergessen. In diesem Fall habe ich vorher ausgemessen, die Teile sind 22 breit, insofern passt das mit den Zwischenräumen perfekt, so wie ich das haben möchte, ja. Also, wenn man größeren Abstand haben möchte, dann muss man das hinzurechnen. Und ich werde jetzt zumindest die Längsseiten, das heißt hier vorn und hier hinten, mal versuchen mit der
ja, mit der Oberfräse zu schneiden. Ich stelle mir vor, das könnte eventuell etwas schneller gehen und es wird wahrscheinlich auch eventuell etwas gerader werden. Wie wir dann die Zwischenschnitte machen, mal sehen, vielleicht mache ich die mit der Stichsäge, wie ich eigentlich geplant hatte. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die Längsschnitte. Du Schnitte, du! Soweit durch. Also die Längsseiten habe ich jetzt alle fertig. Also wenn ihr es ein bisschen sauberer behalten wollt, kann ich euch das mit der Fräse nicht empfehlen. Aber es ging wesentlich schneller und ja, natürlich perfekt gerade mit der Oberfräse. Ja? Also je nachdem, was ihr bevorzugt. Also was den Dreck angeht, kann ich euch das nicht empfehlen. Jetzt überlege ich mir nur noch, wie ich natürlich jetzt quer das Ganze raussäge. Mache ich das mit der Stichsäge oder mache ich das auch mit der Oberfräse? Na, schauen wir mal. Machen wir erstmal. Ich mache erstmal sauber, dann sehen wir uns gleich wieder. Schaut das Ganze nun aus. Das werde ich noch ein bisschen schleifen und ein bisschen klarer drauf machen, einfach nur um es zu versiegeln, nicht um es schöner zu machen. Ja? Und dann muss ich das Ganze natürlich von hier hinten noch verkabeln. Das mache ich sowieso ohne euch, aber ich kann es nicht mal heute machen, denn mir fehlt diese Litze zum Verbinden. Insofern, ja,
werdet ihr einfach beim nächsten Vlog das Endergebnis sehen. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wenn das erstmal funktioniert, macht es auch ordentlich Licht draußen. Ich denke, damit sind wir dann gut bedient und können es jederzeit, wenn zu wenig Licht draußen ist, draußen einfach hinhängen. Gut, ihr Lieben, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Mir hat Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir uns in diesem Jahr nochmal wiedersehen. Ich glaube, ein Vlog kommt noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Und ich wünsche euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.